Halt, wartet. Es gibt noch mehr. Ja. Wir haben die Kampagne. Die Eroberung Tandriens abgeschlossen. Aber es gibt noch die Chroniken von Tandrien. Die Chroniken von Tandrien waren DLC-Zusatzinhalt. Und ja, waren zum einen eine kleinere Kampagne, wie man sieht, die ich aber noch nicht ganz durchgespielt habe selber. Ich habe es gerade mal bis zur dritten Mission geschafft. Und zwei Zusatzmissionen, nämlich die Erweckung der ewigen Stadt und die Gefahren der Küste. Die Gefahren der Küste selber habe ich schon mal gespielt. Die Erweckung der ewigen Stadt noch nicht. Deswegen werden wir wahrscheinlich mit den Gefahren der Küste anfangen. Dann die Erweckung der ewigen Stadt. Und dann die Kampagne versuchen durchzuspielen. Mal gucken, ob wir weiterkommen als ich damals. Ja, die Gefahren der Küste. Wir kommen an Tandriens Nordküste, der wichtigsten Handelsregion des Reiches. Hier landen die ersehnten Versorgungsgüter an, die unser kriegsversehrtes Land auch so nötig hat. Und hier gehen auch unsere Freibeuter mit ihrem Kapergut an Land. Wir haben eure Hilfe ersucht, denn es ist etwas faul im Norden. Die Warenlieferungen sind versiegt und Tandrien gehen nach und nach die Rohstoffe sowie das Geld für den Wiederaufbau aus. Ihr müsst die Umstände erkunden und dafür sorgen, dass die Dinge wieder ihren gewohnten Lauf nehmen. Erlebt eine epische, questbestimmte Handlung um die gefahrvolle Nordküste. Ja, also die beiden Missionen hier, also die Nordküste und die ewige Stadt, sind Quest-Missionen. Wobei wir halt die Quests nach und nach kriegen und erfüllen müssen. Während die Kampagne hier eigentlich auch hauptsächlich Quests sind. Na, mal sehen. Ja, kommt habgierigen Halsaufschneider auf die Schläge, die ohne Rücksicht auf Kaufleute, Freibeuter oder die Zukunft Tandriens die Kontrolle über die Nordküste an sich reißen wollen. Stellt euch 7 wichtigen Persönlichkeiten und Parteien, die eure Nachforschung unterstützen oder behindern. Beherrscht Handel und Kriegswesen, ohne die Forschung aus den Augen zu verlieren. Und überwindet die Unbild der Nordküste. Gewinnt auf dieser gewaltigen Karte mit 45 Sektoren neue Erfolge. Ja, kann ich mal ganz kurz zeigen. Da sind die Errungenschaften. So. Sieht man so die Haupterrungenschaften. Also 1., 6., 9. und gesamte Kampagne abschließen. Scharmützel habe ich leider nie viele gespielt in dem Spiel. Militäreinheit besiegt, Forschungen. Blablub. Interessant wird es aber hier unten. Nämlich einmal sind das hier die Achievements der ewigen Stadt. Die, wie man sieht, die ich noch nicht habe. Und die Achievements für die Nordküste. Und dann halt die Achievements für die neue Kampagne, die Chroniken Tandriens Kampagne. Und auch Achievements für die neuen Karten, die mit dem DLC dazugekommen sind. Kann ich euch auch gerade mal kurz zeigen. Das sieht man nämlich in der Schatzkammer, genau. Gab es nämlich 3 Kartenpacks, glaube ich. Also das hier sind 3 Karten eines Kartenpacks. Das ist Schwäbische Taiga, Schlacht von Tannholm und die Feuerschlucht. Die Wildwasserfälle, die Zwillingsgipfel und Grasland Mesa sind die zweite. Pazifist, Ökonom und Asket, das sind Siegpunkte. Sieht man hier oben. Da, die Erweckung der ewigen Stadt ist ein Zusatz. Die Gefahr der Küste sind ein Zusatz. Dann die ganzen Missionen für die neue Kampagne. Die werden einzeln aufgezählt, interessanterweise. Und dann das Waldreich, die Turminseln und der Turm von Tandrien waren das dritte Kartenpack. Ja, als Siedler 7 rausgekommen ist, waren das ziemlich viele einzelne DLCs, die immer alle extra gekostet haben.
Ubisoft hat dann aber irgendwann gesagt, sie packen es zusammen in ein Pack. Und das habe ich mir dann halt damals gekauft gehabt. Das Pack. Gut. Jetzt aber fangen wir mit der Gefahren der Küste mal an. Und ja, wir werden jetzt hier nicht mehr schöne Videos bekommen. Wir werden zwar Cutscenes bekommen, aber leider unvertonte. Jedenfalls war sie damals unvertont. Also freut euch darauf, dass ich wieder viel vorlese für euch. Gefahren der Küste. Grenzwächter Hermann, wir kommen an Tandrins Nordküste, der wichtigsten Handelsregion des Königreichs. Wir kommen all die dringend benötigten Hilfsgüter zur Unterstützung unseres vom Krieg gezeichneten Landes an. Außerdem liefern unsere Freibeuter hier ihre Beute ab. Wir baten euch um Hilfe, da hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Gouverneur Graubart und Horatio, die Anführer der Freibeuter, beliefern uns jeden Tag mit Hilfsgütern und Münzen, die wir dann weiter für den Transport ins Landesinnere vorbereiten. Aber nun finden diese Lieferungen nicht mehr statt und langsam gehen die Vorräte und das Geld für den Wiederaufbau zur Neige. Ihr müsst euch dieses Problems annehmen und die Dinge wieder so herrichten, wie sie einmal waren. Während ihr hier verweilt, könnt ihr das verlassene Fort an der Westküste als Hauptquartier nutzen. Viel Glück. An der Nordküste braucht ihr den Handel, um euch zu behaupten. Daher solltet ihr als ersten Grundpfeiler eure Siedlung, oder dies der erste Grundpfeiler eurer Siedlung sein. Aber macht euch keine Sorgen, ich werde euch auf eurem Weg dorthin begleiten. Eine Händlergilde errichten. Ja, das dürfte klappen. Euer erstes Ziel sollte die Errichtung einer Händlergilde sein. Außerdem braucht ihr eine Wirtschaft. Ja, Leuchtturm. Also man sieht grün. Wer ist grün? Admiral Munz ist schon mit dem Handel beschäftigt. Gouverneur Graubart macht gerade nicht wirklich was. Und das ist Grenzwächter Hermann. Also ja. Da ist unser Steinbruch. Das heißt, wir sollten erstmal mit dem Steinen anfangen. Und ja, hier ist der Weg raus für den Steinbruch. Das Lager ist gut verteidigt. Das dann nicht so sehr. Werden wir wahrscheinlich erstmal das einnehmen müssen. Ja, die Piratenbucht. Diese Bucht diente einst dem berüchtigten Kapitän Feuerstein als Schlupfwinkel und ist heute das Rückzugsgebiet der königlichen Freibeuter. So, dann bauen wir hier erst einmal Holzfäller und Förster auf. Hier drin ein Lagerhaus. Also da ein Lagerhaus. Da auch Förster und Holzfäller. Da zwei Sägewerke. Und ja, Technologie hat sich ein bisschen geändert, wie man sehen kann. Es gibt nämlich noch eine neue Kirche oder ein neues Kloster, nämlich das Okkulte. Und es hat sich auch dadurch die Anordnung geändert.
So, der nächste Schritt ist mich um Getreide und Mehl zu kümmern. Okay, das war mir dann erstmal noch nicht. So, so erst das und dann das. Und natürlich sollten wir zwei Wohnhäuser hier platzieren. Und ja, so wie es aussieht, fängt unser Gouverneur Graubart jetzt mit Forschung an. Nämlich okkulter Forschung. Wirkung von Geistlichen steigt im Außenposten an. Also ja, die Sachen hier wurden ganz neu gebalanced. Ja, Todbeschwörung. Pakt mit dem Teufel. Und der böse Blick für die Bekehrung von Außenposten sind weniger geistliche Vanöten. Für jede Fuhre Kleidung und Schmuck, die ihr in Häfen und Bergen verkauft, erhaltet ihr mehr Münzen. Hm? So, eine Belohnung für Bevölkerung. Und ja, ich kann in meiner Kaserne nicht mal Einheiten rekrutieren. In meiner Taverne gerade nicht mal Einheiten rekrutieren. Das heißt, ich müsste die Nachbardinger bestechen. Ich kann auch überhaupt nichts anderes bauen als eine Händlergilde. Euer Feind hat Zugang zu einer neuen Technologie erhalten. So, der erforscht jetzt auch noch den Gewaltmarsch. Gut, das heißt, wir müssen uns mit Prestige-Objekten. Erstmal freischalten. So, dann gibt es hier eine Händlergilde und gegenüber von der Händlergilde ein eigenes Lagerhaus. So, dann sorgen wir für Stoffproduktion.